Hallo, meine lieben Freunde auf YouTube. Das Video, was wir gestern gemacht haben, das kommt erst heute. Und wir haben heute noch was gefilmt, also kommt alles zusammen, 1 und 2. Wir haben heute auf der Feuerplatte nochmal ordentlich Gas gegeben, da war richtig Hitze drauf, also mein lieber Scholli. Irgendwie habe ich mir noch die Flosse verbrannt. Ich denke mir, ich habe ja die Pfanne vorher nochmal, auch die gusseiserne Pfanne, wo ich die leckeren Bratkartoffeln gemacht habe. Die hingen den ganzen Winter hier rum, die habe ich erstmal abgeschrubbt und dann auch neu eingebrannt. Da muss ich wohl einen Fettspritzer hier auf den Daumen bekommen haben. Ist natürlich besonders doof, weil ich die Pfeife jetzt nur mit links halten kann. Und ich habe extra mein Zippo mitgebracht, was der Alexander mir geschenkt hat. Ich kann das Rad nicht bewegen, ne? Das muss ich jetzt hier mitmachen. Aber Gott sei Dank geht das. Ja, war traurig. Ich habe hier eine Pfeife, die habe ich da. Liebe Grüße nach an Dirk Liedke gehen raus. Ich weiß gerade nicht, wo du herkommst, aber ich habe es auf der Lippe liegen. Du weißt, wo du wohnst. Und ich rauche einen Tabak, den habe ich vom Michael aus Trier. Der kommt zwar nicht aus Trier, der Tabak, der kommt aus Koblenz. Ist ein leckeres Material. Aromat, Vollautoaromat, aber hat schon ein tolles Geruch. Ich muss sagen, das war auch jetzt wieder so ein Aha-Effekt. Ich habe den schon öfters geraucht. Und jetzt hier in der Pfeife war so, boah, Pfeife und Tabak gehören zusammen. Ne? Jetzt will ich diesen Tabak nur aus dieser Pfeife rauchen. Ich zeige es Ihnen mal gerade hier, den Tabak. Das ist also hier so ein, mal sehen, sehr fluffiger, boah, da kommt ein Geruch raus, als würdest du Sahnebonbons aufmachen. Und so schmeckt der auch. Der hat also ein ganz sanftes, der brennt nicht auf der Zunge oder so. Ich rauche hier ohne Filter. Und ganz sanftes, sogar leichtes, würde ich sagen, Orangenaroma noch mit da drin. Also, klasse. Ja, ich bin unter die Lesenden gegangen. Ne? Ich musste noch eine Lesepfeife zulegen. Ich lese ein Buch. Und zwar dieses hier. Ja, das ist mir so ins Auge gefallen beim Stöbern. Ne? Und das kommt wieder zu. Also eben. Das ist eine Unart. Ne? Die Leute telefonieren mit offenem Handy. Wie sagtest du eben, die Lautsprecherfunktion? Die Lautsprecherfunktion heißt nicht, dass man laut sprechen soll. Also irgendwo da drüben sind so Wege und da war so eine Frau, die sprach so mit slawischem Akzent Deutsch und die schrie in ihr Handy rein und da hat es, also ich habe gesagt, halt die Fresse. Sowas kennt mein Wortschatz gar nicht, aber das war so penetrant, wie die da in ihr Handy gequakt hat. Und man hörte sogar den anderen, der aus dem Handy quakte. Das ist doch fürchterlich. Also Leute, muss das sein? So, ja, wir haben lecker gegessen, gibt gleich noch was Süßes und verbringen den Tag in dem schönen Garten. Ja, sag doch was zu dem Buch. Ja, zum Buch. Ja, hat geschrieben Lars Hermanns. Ne? Der eine oder andere von euch wird ihn kennen. Der ist auch unter den Pfeifenraucher gegangen. Nein, Quatsch, der ist wohl Pfeifenraucher. Jetzt gehe ich mal auf ein besonderes Detail, nämlich da ist auch eine Pfeife abgebildet. Ja, es kam dazu, ich habe ja früher Jack Berndorf-Romane gelesen und ich lese halt gerne Krimis sowieso. Und wenn die. Hier ist so, der Autor raucht Pfeife und im Buch die Charaktere, der eine oder andere wird da auch Pfeife rauchen. Das finde ich halt, da, ich bin mal gespannt, ich bin echt neugierig, es hat gut angefangen, ne? Und so die ersten Seiten gingen gut zu lesen, hat mir gefallen, ich werde nochmal was davon berichten. Willkommen Chief Justice von Lars Hermann, heute meine Leseempfehlung. Ja, so, ich hoffe mal, das kommt heute hoch. Gestern war nichts.
Ich mach das morgen fertig. Moin. Wir haben morgen Sonntag. Moin haben wir Zeit. Moin haben wir Zeit. Vielleicht filmen wir noch was dazu. Genau, vielleicht gibt noch was bei. Wir haben hier schon besondere Tiere gefilmt. Ja, also Insekten. Ja. Was hier so kreuscht und fleuscht. Willst du noch was sagen? Ach so, jetzt. Ui, gut, dass das geht. Ja, dann. So, heute gibt es Bratkartoffel mit, ich will auch gebraten, mit Schweinenacken. Das sind nicht die Kartoffeln, die wir gestern geerntet haben, die essen wir morgen. So, meine lieben Freunde, ich habe natürlich jetzt hier eine Höllenglut. Ich könnte hier noch 20 Stück drauf grillen. Das war aber auch noch, hier hört es zum Teil Platte einbrennen. Und hier, also hier, wo das, da ist sauheiß. Und da ist immer noch sehr heiß. Und im äußeren Bereich, weil hier habe ich schon eine Zwiebel, die sind schon schwach geworden, ja. Und die Kartoffeln, hier ist eine Höllentemperatur drauf. Also, ja. Ist ja heute ein bisschen kälter wie sonst, ne? Was habe ich jetzt? Ich habe drei Scheit Holz aus dem Baumarkt, diese. Und zwei Holzbriketts habe ich da drin, ne? Und damit habe ich hier, also jetzt kann es auf den Vulkan. Ich könnte jetzt noch für ordentlich Zunder machen. Passt doch mal drauf. Platte ist wieder eingebrannt, schön sauber. Ich habe die Pfanne vorhin auch geschrubbt, neu eingebrannt. Kartoffeln werden hervorragend werden. Hier am Rand geholt. So, und die ziehen wir jetzt noch ein bisschen nach außen. Lass die da ziehen. Und dann können wir Monika Tisch stecken, können wir essen. Gut. So, ich weiß, dass über den Tabak in der letzten Zeit etwas philosophiert wurde. Ich habe den hier im Garten schon länger. Und ja, da habe ich schon mal Pfeifchen geraucht. Und das war für mich immer so eine Sache, hast du nichts hier, kannst du den rauchen. Aber ich bin ja nicht süchtig, kann es auch lassen, also muss ja nicht sein. Aber es ist halt die Gemütlichkeit, da habe ich hier was Rasen gemäht oder hier habe was gewurschtelt, da setze ich hin und raus ein Pfeifchen, da habe ich hier den RMO genommen. Und ich weiß nicht, ich hatte den früher aus Erinnerung, der hatte mir irgendwie besser geschmeckt. Naja, auf jeden Fall, das war am Freitag schon komisch. Also heute, nee. Wann war ja. Freitag, gestern. Gestern? Nee, das muss schon da vorher gewesen sein. Da war das Donnerstag, war ich Donnerstag. Egal. Da habe ich den hier aus dieser Pfeife. Die sieht recht unscheinbar aus. Die hat ein Ebonit-Mundstück, ist auch ein bisschen abgelost. Obwohl ich sie schon mal immer wieder aufpoliere, aber die will nicht so richtig. Nichtsdestotrotz, das ist eine Stanville. Ja, das ist, die habe ich mal zum Geburtstag gekriegt, mir schenken lassen.
Die lag bei Peter Heinrichs im Regal. Ich weiß nicht, was die 65 Euro gekostet hat. Und da habe ich mir die reservieren lassen und Monika und die Saskia, die haben mir die nachher gekauft. Auf jeden Fall, also die hat hier keine besondere Stenville-Markung, steht hier, ist hier nur unten drunter. Ganz fein, vielleicht ein älteres Modell, irgendwie, das passiert ja bei Peter Heinrich, also hier in der Hahnstraße, ganz oft, dass du da Pfeifen findest, da hat den doch D-Mark-Preis, dann ist es alles. Ne? Steinalt, ich habe auch seinerzeit da mal eine Parker gekauft, die lag da auch schon ewig im Regal. Die hat der Daniel M. jetzt in Gebrauch. Und viel Freude damit. Hoffe ich, du hast viel Freude damit. Ja, so, was wollte ich eigentlich sagen? Auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich habe mir den am vorgestern in die Pfeife getan, und zwar hier in die Pfeife, in die Stenville rein, und dachte, oh, hey, das schmeckt ja gut. Gestern wieder, heute habe ich es mal ganz bewusst, da kann, weil ich habe das schon mal eben auch, ne? Ich weiß nicht, ist das Einbildung? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall passt dieser Tabak, der Errimor Mixture, in dieses Stenville wie Arsch auf Eimer. Und Hochgenuss. Und den will ich jetzt auch rauchen. Nur noch hier raus. Und wenn sie mal auskühlen muss und trocknen muss, ein paar Wochen, ein paar Tage, nein, ein paar Tage nicht, aber ein paar Tage schon, aber nicht ein paar Wochen, dann ist das so. Ich habe ja auch mit dem 223er, da ist er auch, der, obwohl der schmeckt eigentlich aus fast jeder Pfeife. Aber es gibt da so zwei Pfeifen, die sind einfach phänomenal. Ne? Da ist der Tabak optimal raus. Und da ist ja auch die eine, meine alte, die schon vorne auseinanderfällt. Wo war das? Das war ein Tanzclub. Da habe ich auch noch das nicht das richtige Pendant so gefunden, das die ablösen kann. So. Ich hoffe, das ist nicht gewesen. Schaffen das jetzt. Monika hat gesagt, ach ja, ich habe den jetzt gefunden zum Anmachen. Nee, der ist leer. Das geht mit dem angeranzten Daumen. Kann man das besser so machen. Wir sind noch mal weit hier heute. Da brummeln, was man im Hintergrund hört. Ich habe da. Es haben Fische überlebt im Winter. Und der Teich ist ein bisschen, naja, auf jeden Fall habe ich eine Sauerstoffanlage, pumpt da Sauerstoff drin. So große Fische, und die will ich natürlich weiterhin behalten. Ne? So, kommen ein paar schöne Bilder. Ja, der schwarze Falter ist hier. Wie heißt das Video? Jugend seltsamer Tiere. Schauen wir mal. Okay. Dann sage ich mal tschüss.